Kurzhack gegen Fressattacken. Also, oftmals ist es so, dass man das so erlebt, gerade wenn man eine Zeit lang sich gut ernährt hat, dass man so einen richtigen Flash-Fress kriegt. Oftmals dann auch auf ungesunde Sachen wie Chips, Schokolade, was da auch immer an schönen Sachen ist. So, und das ist dann sehr schwer dann zu widerstehen. Auch gerade je länger ich mir das verbiete und versuche, das durch Willensstärke hinzukriegen, desto schwieriger ist das. Allerdings halten diese Attacken nicht besonders lange an. Also kann man sich auch eine Runde ablenken. Mein Go-To-Sache ist dann immer so eine Minz-Kaugummis. Und wenn ich die kaue, dann habe ich erstmal sowieso Minze im Mund. Das bringt mich auf eine andere Gedanken oftmals und ich habe auch was zu tun. Ich habe diese Kaubewegung. Außerdem, wenn ich das Kaugummi dann sofort ausspucken würde und würde dann die Chips essen oder eine Schokolade, es würde alles mit Minze schmecken und es würde einfach dann für die meisten Leute nicht gut schmecken. Und das hilft oftmals dann auch diesen Drang, jetzt zuzugreifen, zu reduzieren. Generell ist das alles okay, wenn man mal Chips und Schokolade isst. Bloß wenn das so ein richtig hoher Jipper und Drang ist, dann wird der Körper bzw. der Geist meistens damit versuchen, was anderes zu kompensieren. Und das kann man natürlich alles aufarbeiten. Das geht aber nicht so schnell. Aber zack, ein Kaugummi in den Mund, das geht ziemlich schnell. Und wenn man das zu Ende gekaut hat, ausgespuckt hat, der Mund sich vom Geschmack wieder normalisiert hat, man sich selber normalisiert hat, dann zu sagen, hey, ich mache mir hier so eine kleine Schüssel, mach da Chips rein, mach die Tüte wieder zu, stell die woanders hin. Dann kann es wieder losgehen. Das kann echt ein super, super Hack sein, dass man um diese Attacken rumkommt. Und vielleicht, wenn das Leben weitergeht, vergisst man auch die Chips und die Schokolade, die man eigentlich vorher noch so unbedingt brauchte. Also insofern, probier es mal aus, gib mal gerne ein Feedback, wie es bei dir geklappt hat. Und ja, vielleicht auf was für Kaugummis du stehst. Bei mir ist es eben halt starke Mentholkaugummis. Bye bye.